Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde von Hammerwatch. Ja, wir sind genau beim letzten Mal hier stehen geblieben bei den gefräßigen Augen. Und ich werde mich auch gleich erstmal um diese Augen hier kümmern. Damit wir gleich erstmal unsere Ruhe haben. Ach du Scheiße. Ich habe ja ganz vergessen, die sind ja richtig stark. Wow! Okay, jetzt habe ich ein paar Leben verloren. Das war ein Leichtsinn, den ich hatte. So, das Auge ist weg. Das guckt einen ja so an. Nee, täuscht nur. Okay, also, wo war ich jetzt stehen geblieben beim Erzählen? Also, ich muss mich jetzt erstmal um diese Augen hier kümmern, damit wir erstmal weiterkommen. Und hier muss auch irgendwo der Schwertmeister sein, wo wir auch ein bisschen was erlernen können. Oh. Ich brauche jetzt erstmal wieder meine Gedenkminuten, wo ich mich erstmal wieder reinfinden muss in das Spiel. Weil das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man eine längere Zeit nicht gespielt hat. Aha, hier muss ich jetzt also hin. Glaube ich, weiß ich nicht. Warte mal, wo komme ich denn jetzt hier eigentlich hin? Hier komme ich runter. Ah, da ist das erste Symbol, was ich sehe. Und hier muss ich vielleicht... Boah, das ist ja die Pflanze, verdammt. Die habe ich ja ganz... Okay, die habe ich verdrängt wahrscheinlich. Weil an die kann ich mich nämlich nicht mehr erinnern. Oh, oh, oh. Und da kommen dann auch erstmal ganz viele zu meiner Party. Und zwar die Schnitzelparty. So. Leider ist sie schon ausverkauft. Prima. So, ich möchte euch jetzt alle hier vernichten. Und zwar auch dich, Pflanze. Nein. Oh, Gott sei Dank. Man muss nur wissen, wie, ne? Da ist ein bronzener Schlüssel. Der könnte uns sehr gelegen kommen. Hm. Da ist irgendwie nichts zum Reinbrechen. Leider habe ich auch noch... Uah. Ich muss ja sagen, ich habe leider auch noch nicht irgendwie was gesehen, auch bei meinem Rendern, welches denn nun die Türen sein könnten. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, aber... Oh! Die Dinger gibt's ja auch noch. Ha! Volle Konnereien. Nein! Scheiße. Das Ding hält ein bisschen mehr aus. Ha! Jetzt ist es auch weg. Gut, wir müssen außerdem auch aufpassen. Wir haben ja da beim letzten Mal ziemlich viele Leben auch verloren. Und wir haben nur noch 5 von den 11, die wir hatten. Das ist schon eine... beachtliche Zahl. Da muss man wirklich schon mal nachdenken, ob man da nicht irgendwas falsch gemacht hat. Und ich muss hier durch. Scheiße. Ha! Die sind gleich weg gewesen. Und hier sind gleich wieder so viel. Da unten gibt es einen Speicherpunkt. Warum bin ich beim letzten Mal nicht dahin gelaufen? So, jetzt muss ich mir erstmal... Ja, das Auge ist weg. Da gibt es wieder Magier. Oh, nee. Ernsthaft? Nein, bloß nicht. Hi. So, der ist weg. Gut, das haben wir auch alles soweit erledigt. Jetzt, komm nicht zu nah. So, oh, gibt's hier viele Goldmünzen. Mein lieber Freund. Oh, pff, was würden wir uns wohl davon kaufen? Ein neues Haus. Ein Wellnessurlaub oder was auch immer. Mit Gold macht es, ist es möglich. Wie viel Geld hatten wir eigentlich? 2792? Boah. Ja. Wir haben's, ne? Also mit dem Geld kannst du schon mal eine Zeit lang leben. Zwar nicht unendlich lang, aber immerhin. Okay, ich sollte vielleicht nicht so viel meine Mana verbrauchen. Aber wenn jetzt diese ganze Masse hier ankommt, dann jetzt. Nein! Mach doch nicht so einen komischen Angriff. Krieg ich Angst. So, wir haben jetzt wieder... Oh, 130 Leben. Das war jetzt schon die erste Bombe in dieser Aufnahme. Moment, ich muss mal... Ah, warum juckt meine Hand auf einmal? Verdammt! So, jetzt geht's wieder. Nicht, dass mich hier irgendwas gestochen hat. Man weiß ja nie, ob hier eine Mücke rumfliegt.
Die Biester sind auch momentan ganz schön, ja, wie soll man sagen, anhänglich, weil es draußen kalt ist und hier drinnen warm. Da kommen diese ganzen Fliegeviecher jetzt wieder rein. Das ist schon schlimm. Na gut. Da kann man nichts machen. Boah. Das ist ja eine richtige Schlacht hier. Oh. Alle mit einem Schuss weg gewesen. So, das hier scheint ja so ein Spawner zu sein. Oh mein Gott, da ist ja schon wieder eine Pflanze. Nee. Du wirst mich nicht attackieren, alter Freund. Wir waren noch gemeinsam auf der Magieschule, ne? Du wirst trotzdem verlieren. Ich war schon immer besser. Siehst du? Ich muss einfach nur mal ein bisschen näher rankommen. Schon ist er... Ah! Ich vergesse diese Pflanze da immer. Vorhin war ich schon voll erschrocken. Also so, wie ich das jetzt mache, muss ich das jetzt also immer... Alter! Zwei Bomben hintereinander? Damit rechnet man doch nicht. Alter, noch eine? Ist das hier etwa die Bombengrube oder was? Die Bombenfundgrube? Da komme ich nicht rein. Das ist ein bisschen doof. Na gut, da muss ich mal gucken, wie ich da reinkomme. Irgendwie muss man doch da reinkommen. Aber das sehen wir ja bestimmt gleich. Die müssen... Ah, nein, das hat mir gerade wehgetan, du blödes Auge. Kannst mir doch nicht einfach ein Bein abbeißen, was mir dann spontan wieder nachwächst. Oder ein Arm. Bein wäre jetzt ein bisschen blöd. Weil da kippt man doch dann um. Ist ja denn, du hast solche Beinprothesen... Alter, was laber ich heute für einen Scheiß? Ich glaube, das liegt heute irgendwie am Wetter. So, da gibt es einen silbernen Schlüssel. Ach du, da komme ich also hier rüber hin. Das hier muss ich kaputt machen. Oh. Ist ja schön, dass die da einfach so rübergehen, ne? Kommt ihr, Magier. Jetzt bleiben die da stehen. Und schon sind sie tot. Gut. Ey, das war jetzt mal einfach, ne? So einfach müsste es immer sein. Und jetzt kann ich hier einfach bequem die ganzen Kisten kaputt hauen. Und ich kriege Geld. Und Geld. Und Gold. Und einen silbernen Schlüssel. Und ein Vergünstigungskupon. Ein Rabattkupon. Was da wohl in der Kiste ist? Ein fetter, dicker Diamant. Das freut mich. Also geldtechnisch müssten wir jetzt eigentlich schon ganz schön hoch sein. Und noch ein bronzener Schlüssel. So, jetzt gehe ich hier rüber. Und jetzt will ich mal gucken. Boah, 4000 Münzen. Boah, das hat schon was. Ach nee, da muss ich ja noch gar nicht lang. Da gab es doch vorhin... Warte. Da kann ich gleich lang. Aber ich muss ja noch wo lang. Also eine Tür öffnen, wo ich einen Knopf... Huala. Einen Knopf drücken kann. Wo waren das? Da oben war das. Dann gehe ich doch da mal hin. Huah! Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du auch nicht. Ha! Weil ich ihn vergiftet habe, ist er gestorben. Super. So muss das sein. Nein! Boah. Jetzt habe ich bestimmt gerade ein bisschen übersteuert. Diese blöden Bomben auch immer. Was passiert hier? Aha. Irgendwas hat sich getan. Nur was weiß ich nicht. Also hier gibt es viele Knöpfe, wo man echt nicht weiß, was passiert. Ist hier irgendwas passiert? Das könnte sich geöffnet haben. Och nö. Also sowas finde ich zum Kotzen. Ja. Oh nee. Ich ziehe natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf mich. Alter, was ist denn hier los? Gibt's ja was umsonst? Wahrscheinlich mich. Aber das war auch schon alles.
Boah. Das ist ja ein richtiges... Ja! Die ersten zwei sind weg. Die nächsten zwei. Oh, das hat mir jetzt gerade den Tag gerettet. Meine Güte, die können ja schießen. Die blauen. Die sind ja schlimmer als ein Schnellschussgewehr. So, dann muss ich jetzt also diesen komischen Brunnen hier kaputt machen. Bevor da... Also, den kriegt man irgendwie mit einem paar Schlägen kaputt, ne? Das Auge, da kommen noch ein paar Augen dann raus. Ist schon irgendwie ein bisschen komisch verteilt, aber gut. Du bist dran, du bist dran. Nein! Was? Das hat mich erwischt, so eine Scheiße. Egal, ich lebe noch. Ja, er lebt noch. Nee, da oben ist eine Pflanze. Ihr wollt mich doch verhohne piepeln. Nein! Hm, ich muss mir was überlegen, wie ich diese Pflanze da ausschalte. Auf jeden Fall muss ich erstmal hier den gesamten Verkehr unterbrechen. Ach, wegbeamen tust du dich. So einer bist du also. Wie viel kommen denn da noch? Nein! Das ist schon etwas blöd. Nein! Jetzt hat mich doch tatsächlich diese blöde Pflanze erwischt. Nein! Oh, 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 oh. Nein, jetzt wird's blöd! Jetzt wird's blöd! Ich muss hier weg, ich muss hier weg! 32 Leben, das überlebe ich doch nicht. Nein! Weg, 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 weg! War hier nicht noch irgendwo... Nein, da war nichts mehr! Scheiße. Ich sollte nicht immer die ganzen Äpfel fressen, wenn sie gerade vor mir liegen. Oh. Los, der muss weg. So, Gott sei Dank. Hm, ich könnte es doch eigentlich mal mit dem anderen Zauber probieren. Mal gucken, was passiert. Ach, das heilt mich. Ist ja cool. Mana, Mana, Mana. Absorption, nee, wie nennt sie das? Doch, irgendwie so ähnlich. Ich absorbiere ja irgendwas, und zwar den ihr Leben. Meine Güte, was ist denn hier los heute? Ich wollte doch eigentlich nur aufnehmen und nicht attackiert werden wollen. Vor allem, dass es noch so früh ist. Finde ich ja gar nicht gut. Obwohl, da ist die Action noch sehr gut. Da komme ich noch nicht so gelangweilt drüber, ne? Oh, scheiße. Ich bin auch selten dämlich. Ich laufe natürlich gleich erstmal in diese Spitze, die aus der Wand geschossen kommt. Also die hasse ich ja wie die Pest, diese Dinger. Deswegen laufe ich jetzt hier so und hier so. Gut, dann muss ich da also einen anderen Weg einschlagen. Nicht dadurch, sondern hier durch. Ich habe sie schon mal erwischt, das ist schon mal viel wert. Mist. Oh, jetzt hat die mir wieder so viel Leben gefressen, das ist... Blöd. Da hinten gibt es eine Schlüssel. Wie soll ich denn das bitte überleben? Da gibt es doch auch irgendwie eine Überlebensstrategie. Da ist eine Tür. Ich habe irgendwas geöffnet. Ich weiß nur nicht was. Ah. Aha. Ja, das ist natürlich... Oho. Okay. Ich habe also die Tür hier geöffnet. Na, das ist doch mal super. Und da geht noch ein Gang auf. Hoch, was will man denn eigentlich mehr?
So, wir haben jetzt wieder eine schöne Planke gefunden. Wo ich immer noch nicht weiß, was die eigentlich bewirken. Ich hätte ja auch mal googeln können, was die bewirken. Aber nein, ich hab's ja nicht getan. So, was hat sich jetzt getan? Mal hier hochgehen. Aha, ich komme also hier wieder raus. Ich gehe jetzt trotzdem wieder runter. Kann es sein, dass ich irgendwie noch schneller geworden bin oder täuscht das gerade? Könnte auch täuschen. Ja doch, jetzt laufe ich wieder langsamer. Hm. Wie das jetzt nur war, kam, dass ich auf einmal schneller war? Hm, gute Frage. Da ist ein Geheimgang, das sehe ich ja jetzt schon. Juhu! Oder muss ich hier einfach nur einen Knopf drücken? Ach, da geht ein anderer Gang auf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ganz ehrlich zu sein. Diese blöden Zauberer immer, die ziehen so viel Leben, das ist schon nicht mehr normal. Oder man macht es einfach so. Nein! Da ist auch keine Tür hinter. Ich muss ja immer noch gucken und probieren. Ha! Und tot ist er.